Moin Moin! Moin! Mein Name ist Kai. Ich bin Patrick. Und wir sagen herzlich willkommen hier auf unserem Kanal der Oldschool Chefs. Und was kochen wir heute, Patrick? Heute gibt es eine hausgemachte Wildschweinbratwurst. Wildschweinbratwurst. Und naja, lecker vom Grill. Freut euch drauf. Bis später. Wir benötigen Wildschweinschulter, Wildschweinkeule, Schweinefettbacke, Schweinedarm, Sahne, gewürfelte Aprikosen, gerebelt Majoran, Meersalz, Zucker, Pfeffer, Wacholder, Paprika, Chilipulver und geriebene Muskatnuss. Starten werden wir mit unserer Wildschweinschulter und unserer Wildschweinkeule. Haben wir hier. Dann Schweinefettbacke. Nicht verwechseln, das ist Schweinefettbacke von hier, nicht von da. Also, das Fleisch wird jetzt klein geschnitten in kleine Würfel, damit wir sie nachher schön in unserem Weißfleischwolf bekommen. Also zack, alles so in diese Größe, so Walnussgröße. Patrick, du kannst ja mal helfen vielleicht. Ja, wenn du mir ein bisschen geben magst. Oh, ich habe schon eins gefunden. Ja, guck an, ja. Wer sucht, der findet. Jawohl. So Leute, Fleisch ist geschnitten, jetzt geht's ans Marinieren. Habe ich schon mal alle unsere Gewürze hier aufgebaut. Ich benutze mal ein feines Meersalz, das ist Maldonsalz. Einfach mein Lieblingssalz, ihr könnt aber auch jedes andere Meersalz benutzen. Alles drüber. Gerebelt Majoran. Zucker. Pfeffer. Paprika. Muskat, Wacholder und Chili. Und Leute, kochen ist immer noch Handarbeit. Deswegen ziehe ich mir jetzt auch keine Handschuhe an, sondern ich massiere einfach meine Gewürze schön ein ins Fleisch. Das schaut schon ganz schön versaut aus. Nee, Patrick, meinst du, das wäre auch mit einer größeren Schüssel gegangen? Ich wäre mir nicht ganz sicher. Wahrscheinlich schon. Alles klar. So, wenn alles schön einmassiert ist, am allerbesten wirklich 2 Stunden wieder in den Kühlschrank. Einmal schön durchziehen lassen und erst dann durch den Wolf. Wir werden die Sache heute ein bisschen beschleunigen. Die Jungs haben Hunger. Ich auch. So. Patrick, du kannst mir hier mal von der Zitrone noch die Schale drauf reiben. Ja, sehr gerne. Wie viel hättest du denn gerne? Nach Möglichkeit die ganze. Ja. Immer darauf achten, wirklich nur das Gelbe von der Zitrone. Das Weiße, was da drunter ist, ist dann bitter. Dann wird die Sache nicht mehr so lecker. Nee. Aber jetzt hast du schönen Geruch von der Zitrone, schön frisch. Ja. Sensationell, so muss das sein. So, Patrick, komm. Ja, ja, ja. Reibestumpf. Alles klar, reicht. Subi, auch die Geschichte einfach rein. So, ich würde sagen, ich gehe mir schnell einmal die Finger waschen. Patrick, du kannst die Sache schon mal durch den Wolf lassen. Jawohl. Das Ding macht einen Höllenlärm. Deswegen würden wir euch einfach ein bisschen Musik drüber spielen, damit ihr es nicht auf die Ohren bekommt. So, während Kai sich die Hände wäscht, fange ich schon mal an, das Fleisch durchzuwolfen. Wichtig dabei ist, dass wir ein Teil, also ein Drittel durch eine grobe Scheibe lassen und 2 Drittel durch eine feinere Scheibe. Das ist jetzt die feinere, die grobere habe ich schon hier drin und ich fange damit jetzt am besten mal an. Ja, eine weitere Hand wäre ganz nett. So, Stopfer ist da. Jawohl. So, hau rein. Das erste Drittel haben wir jetzt mit der groben Scheibe durchgelassen und jetzt werden wir weitermachen mit der Feinscheibe. So, das war's dann auch.
Das war's, meine Freunde. Fleisch ist durch. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir hier eine ordentliche Bindung reinbekommen. Das machen wir mit einer Küchenmaschine. Wird jetzt schön kräftig durchgeknetet. Wir bauen hier erstmal zurück, sind gleich wieder da und dann geht's weiter mit unserer leckeren Bratwurst. Bis gleich. Bis gleich. Minuten sind rum. Unser Wurstbrät ist fast fertig. Schau mal, so muss das nachher ausschauen. Einfach 10 Minuten kneten, damit das Eiweiß schön bindet. Wir haben die Gewürze ja drin. Dann gibt es eine schöne saftige Wurst. Man sieht, das Fett hat sich schön verteilt. Fett von der Schweinebacke brauchen wir halt in unserer Wurst, damit die Wurst auch nachher schön lecker und saftig ist. Mhm. Soweit ist das fertig. Jetzt wollen wir die ganze Geschichte noch ein bisschen veredeln. Und zwar habe ich klein geschnittene, getrocknete Aprikosen. Gehen wir noch mit dazu. Und weil gerade Frühling ist, klein geschnittener Bärlauch. Wenn keine Bärlauchzeit ist, nehmt ihr einfach Blattpetersilie, schneidet die ein bisschen klein und ab dafür. So, und jetzt ist der Unterschied zwischen Köchen und Metzger. Metzger benutzen, um ihr Brät zu kühlen, Eis, quasi Wasser. Und wir Köche, das ist der Unterschied, nehmen eiskalte Sahne. Bei der Geschichte musst du halt dann aufpassen, langsam einarbeiten. Und wenn ihr die Wurstmasse knetet, ist auch wichtig mit einer Küchenmaschine, von Hand passt nicht so gut. Ihr würdet einfach durch eure Körperwärme zu viel Temperatur ins Brät bringen. Erstens mikrobiologisch. Nicht so eine feine Geschichte. Ich habe es auch schon mal probiert. Gibt naja bloß unter Umständen. Also zuerst Aprikosen und Bärlauch unterkneten. Und jetzt geben wir unsere Sahne dazu. Ja, genau. Ja, gehört dazu. So, genau, schön langsam. Damit es die Möglichkeit gibt, dass sich die Sahne und das Fleisch schön miteinander verbinden. Quasi in eine Emulsion eingehen. Deswegen nicht alles auf einmal, sondern wirklich schön softy, langsam, nach und nach. Das wird schon wieder. Während wir hier noch ein bisschen rumkaspern, kleine Info, alle Rezepte kommen unten einfach mit in die Infobox. Wir werden mal schauen, als PDF oder einfach so geschrieben, das wissen wir noch nicht ganz genau, schauen wir mal. Aber auf jeden Fall kriegt ihr auch unsere Rezepte auf jeden Fall schriftlich. Unser Fleischbrät ist fertig. Gib mir einfach die Gelegenheit, noch mal ganz kurz was zu unserem Schweinedarm zu sagen. Ich kaufe die immer bei einem befreundeten Metzger. Geliefert werden die immer in die so eingesalzen. Deswegen werden die Därme einfach 2, 3, 4 Mal in so lauwarmem Wasser gespült, damit komplett das Salz runter ist. Salz ist halt dran, damit der Darm haltbar gemacht wird. Das heißt, nachher, wenn ihr das mal zu Hause ausprobieren wollt und ihr habt noch Darm übrig, einfach wieder runter von der Tülle und dann rein in den Vakuumbeutel oder in den Gefrierbeutel und ab in Tiefkühler und könnt ihr das nächste Mal ganz locker wieder hernehmen. Ich hatte mir das natürlich schon mal vorbereitet. Nach dem dritten, vierten Mal ist der Darm dann so, wie er hier aussieht. Ich gebe ihn schon mal hier auf die Tülle. Auch da ist wichtig, dass der Kollege ein kleines bisschen feucht ist. So. Und dann aufziehen auf die Tülle. Lang. Ich glaube, das reicht uns auch schon. Ja. Einmal durch. Den brauchen wir nicht mehr. Wie gesagt, den Rest könnt ihr locker einfrieren. Dann füllen wir unsere Brätmasse in den Wurstfüller. Mach das Ding ruhig bis oben hin voll. Und mal schauen, dass wenig Luft drin ist. Weil alles, was wir an Luft jetzt hier in die Maschine geben, haben wir nachher in der Wurst.
Augenmaß wie ein Massenmörder, würde ich sagen. Ich würde sagen. Okay, warte, ich einspann. Jawohl. Hier, lass du es gleich so ein bisschen feucht. Knoten so, genau. Noch. Ja, erstmal. Ja. Pass mal auf, warte. Genau. Ja, das ist top. So, jetzt seht ihr schon hier, die Luft kommt raus. Hier ist ein Überschlagventil drin. Da geht die Luft, genau, das war das erste Mal die Luft weiter. Jetzt kommt da, glaube ich. So, genau. Jetzt Knoten rein. So, und Feuer. Langsam, genau. Und jetzt ziehen wir den langsam hier. Ihr müsst aufpassen, dass ihr den nicht zu prall macht, weil wir wollen ja die Würste nachher noch abdrehen. Und das wäre nachher einfach fatal, weil wenn die gedreht werden, dann komprimiert sich die ganze Geschichte ja noch und dann platzt nachher der Darm und dann haben wir keine schönen Würste. Oh, genau, super. Kann ich schon mal eine Bratwurstschnecke machen? Das ist gut. Sieht gut aus. Jawohl. So, so jetzt bist du schon unten? Nee, noch nicht ganz, aber jetzt die letzten Zentimeter. Okay, und ich bin hier auch durch. Oh ja, das passt perfekt. Ich bis unten? Ja. Supi. So, also runter. Heute läuft's. Jo. Auch auf der Seite Knoten rein. Warte, das Ding kannst du schon einmal ein Stück zur Seite. Mhm. So, ich zeige euch jetzt gleich einmal, wie die Wurst abgedreht wird. Je nachdem, welche Größe ihr haben wollt, von der Länge, machen wir so 10 cm. Einfach ein bisschen Platz schaffen. Jetzt drehen wir die Wurst einmal nach unten. Den nächsten, wieder gleiche Länge, nach oben. Sonst rollen sie wieder auf. Sonst rollt man sie wieder auf, genau. Nächste, wieder 10 cm nach unten. Und der nächste, und wieder nach oben. Und da sieht man jetzt auch, dass es wichtig ist, dass man den nicht zu prall macht. Nicht zu prall macht, ganz genau. So, und wenn man die jetzt anfasst, jetzt sind sie schon prall. So, und ihr seht hier schon, wir haben noch ein kleines bisschen Luft drin, aber auch das ist kein Problem. Wir nehmen einfach nachher einen kleinen Zahnstocher, einen kleinen Piker und dann holen wir die Luft da raus. Kein Problem. Wenn die Würste gleich fertig sind, wir geben die gleich hier so roh auf den Grill. Denkt dran, ist rohes Hackfleisch, nicht lange haltbar. Also wenn ihr die herstellt, dann müsst ihr die auch an dem Tag verarbeiten. Ansonsten eignen sich die Würste natürlich auch super zum Einfrieren. Dazu müsst ihr sie allerdings einmal kurz brühen, das heißt großen Topf aufsetzen, fast zum Kochen bringen, also so 80 Grad und dann so ungefähr 20 Minuten im Topf ziehen lassen. Wichtig, nicht kochen, weil wenn die kochen, dann platzt der Darm und unsere Wurst liegt nachher im Wurstwasser. Wie bei einer ganz normalen, handelsüblichen Wurst. Genau, das. Und wenn ihr die dann fertig habt, einfach kurz im kalten Wasser auskühlen lassen und dann könnt ihr die portionieren und in Gefrierbeutel und super einfrieren und dann einfach für die nächste Grillparty hernehmen. So, fertig. Wir gehen nach oben, hauen die Dinger auf den Grill. Wir sehen uns gleich oben. So, Patrick, auf geht's. Jo. Jetzt schmeißen wir die Würste rauf. Ja. Ich würde sagen, ich gebe die Würste auf den Grill. Du holst die Jungs. Du gleich die Mitarbeiter. Die freuen sich. Endlich gibt's was zu kauen. Mhm. Julia bringt auch gleich Bierchen. Kannst du mir, glaube ich, Bescheid sagen. Oh. Also heute werden wir richtig verwöhnt. Heute. Ich meine, was schmeckt denn zum besten? Am besten zur Wurst? Am besten zum Bier, ja. Okay. Ja, okay, dann genau. Mal alle zusammen. Mal mich auf den Weg und bis gleich. Bis gleich. Auf geht's! Come on. Set, babe.
sind jetzt hier durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir lassen es uns schmecken, trinken noch ein schönes Bierchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach mal einen Daumen nach oben da. Kleinen Kommentar, freuen wir uns drüber. Genau. Abo, ganz wichtig, nicht vergessen. Uns kann man auch abonnieren. Und ganz wichtig, immer schön die Glocke oben aktivieren. Und schreibt in die Kommentare, was ihr gerne noch sehen wollt. Was wir für euch tun können. Wie gesagt, wir kochen alles außer Tiernahrung. In dem Sinne, Patrick. Ja. Ach, einer muss ja noch die Küche sauber machen. Ja, wie regeln wir das jetzt? Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Alles klar, Patrick. In dem Sinne, wer denkt dran, wer sich nicht endet, wer sich, ach Quatsch. Wer sich nicht wehrt, endet am Herd. Zu viel Bier. Ciao, bis zum nächsten. Ciao.